YouTube. Es geht heute um ein Satsang von Hans-Jürgen Dann, von unserem Master. Ich habe ihn übersetzt und lese ihn jetzt. Hier, wenn Sie nicht wissen, was wir auf dem Weg unter Satsang bezeichnen, können Sie unten in der Beschreibung auf den Link klicken. Da haben Sie genauere Erklärungen. Und wenn Sie etwas spüren, wenn ich das jetzt, wenn ich den Text jetzt lese, innerlich etwas spüren, dann ist es ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Können Sie dann auch weiter andere Videos anschauen oder im Blog auch weiteres finden. Das Wesentliche und der Sinn des Lebens. Unglücklich sein bedeutet nicht viel leiden. Was bedeutet es, unglücklich sein? Es ist das Gegenteil von glücklich sein. Wenn wir nicht glücklich sind, sind wir unglücklich, aber nicht verzweifelt desto trotz. Es gibt viele unglückliche Menschen, aber es gibt auch Menschen, die nicht wirklich unglücklich sind, die sich im Überlebensmodus befinden. Sie haben keine Zeit, sich existenzielle Fragen zu stellen. Sie sind fertig mit der übermenschlichen und täglichen Aufgabe, einfach am Leben zu bleiben. Schauen Sie sich diese Menschen in Indonesien an, die ihren Lebensunterhalt durch das Sammeln von Schwefel im Krater eines aktiven Vulkans verdienen. Sie haben eine Lebenserwartung von 35 Jahren und gehen barfuß, wobei sie schwefelsäurehaltige Luft atmen, um ihre Kinder und Frauen zu ernähren. Sie denken und handeln wie Büffel, die einen Pflug in den Reisfeldern ziehen. Wenn man einen Autounfall hat, hat man keine Zeit, Angst zu haben. Man weiß, dass man sterben wird. Man weiß, dass es Zeit ist. Aber man bekommt einen solchen Adrenalinschub, dass man nicht einmal unglücklich ist. Man ist wie ein Junkie, der sich Heroin spritzt. Unser Leben auf der Erde ist plötzlich ausgelöscht. Das Reichtum und das Glück. Aber wir im Westen sind nicht wie die Sklaven in Indonesien, die sich bei der Arbeit umringen. Wir haben viel Zeit zum Nachdenken und zum Unglücklichsein. Was ist dieses Unglück, das auf einigen Schultern lastet? Die Unglücklichen, solange sie noch Dinge zu erwerben haben, haben die Hoffnung, dass es, sobald sie diese Dinge erworben haben, besser wird und das Glück kommt. Das ist nicht wahr. Wenn Sie die Dinge haben, die Sie sich wünschen, werden Sie sich mehr wünschen. Es gibt kein Ende. Ich kann Ihnen versichern, dass reiche Leute nicht glücklicher sind als bescheidene Leute. Sie sind bequemer, sie besitzen alles, was größer, schöner, teurer ist, aber das ändert nichts an ihrer menschlichen Natur. Ich habe einige sehr reiche Leute getroffen. Und ich lese in ihren Augen die gleiche Angst wie in den Augen aller anderen. Also, was vermissen diese Menschen, die alles haben? Ihnen fehlt, was den meisten Menschen fehlt: Sinn im Leben. Es ist unerträglich, am Leben zu sein und dass das Leben keinen Sinn hat. Natürlich haben engagierte Menschen einen Sinn in ihrem Leben, aber wohin führt sie das? Alle Leben, was auch immer ihre Bedeutung sein mag, enden am selben Ort. Es muss einen Sinn geben, aber nicht irgendeinen. Sie brauchen einen Sinn, der das Leben selbst rechtfertigt. Wenn Sie Ihre ganze Kindheit und einen Teil Ihrer Jugend mit dem Studium für eine gute Arbeit verbracht haben, wenn Sie 55 Jahre lang gearbeitet haben, und sich mit 55, wenn Sie 25 Jahre lang gearbeitet haben und sich mit 55 Jahren arbeitslos geschieden sind, unsere Kinder weg, welchen Sinn hat dann Ihr Leben?
Das Leben hat einen Sinn, einen Grund. Und es ist weder zu arbeiten noch Kinder zu haben. Auch wenn es notwendig ist. Und in diesen Dingen gibt es Minen der Zufriedenheit und voller kleiner vergänglicher Freunde. Freundinnen. Solange sie nicht das tun, wozu sie hierher geschickt wurden, wird etwas Wesentliches in ihnen unbefriedigt bleiben, nämlich ihr tiefstes Selbst. Ich sehe in den Vorstadtsiedlungen Gärten mit großen Trampolinen, die niemand mehr benutzt. Wie traurig diese baufälligen, verlassenen Trampolinen sind. Die Enkelkinder sind erwachsen geworden, die Trampoline werden nicht mehr benutzt. Aber wir können uns nicht dazu durchdringen, sie auf die Müllhalde zu schicken. Sie erinnern uns an die Zeit, als sie voll von schreienden und hüpfenden Kindern waren. Das Leben ist bedeutungslos ohne den wahren Sinn des Lebens. Wenn wir den wahren Sinn des Lebens kennen, können wir einen Job, Kinder, Enkel und alles Mögliche haben. Der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Warum wurde uns das Leben geschenkt? Wofür leben wir? Solange diese grundlegenden Fragen nicht beantwortet sind, können sie nicht in Frieden leben. Ich spreche für Seelen, die schon lange inkarniert sind, nicht für junge Seelen, für die das Leben genug ist. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, glücklich zu sein, auch wenn Glück besser ist als Unglück. Wenn Sie glücklich sein wollen, was ist Ihrer Meinung nach Glück? Zitat: Glück ist ein Zustand der Zufriedenheit, der nicht aufhört und von nichts außerhalb seiner selbst abhängt. Was meinen Sie dazu? Warum sind wir zufrieden? Was ist in uns zufrieden? Die größte Genugtuung ist es, den Grund unseres Lebens zu kennen. Wir können tausende von Gründen für das Leben erfinden, aber der wahre Grund für unser Leben, für das Leben eines jeden Menschen, wenn wir ihn kennen, löscht die Fragen aus und gibt allem einen Sinn. Dieser Lebensgrund, das kann ich Ihnen sagen, aber es würde so viele Erklärungen, so viele Diskussionen erfordern, dass ich es nicht tue. Bitten Sie darum, die Offenbarung zu erhalten und praktizieren Sie die drei Säulen des Weges, dann werden Sie den Grund für Ihr Leben entdecken, wie für alle Menschen. Es ist kein persönlicher Grund. Wir alle haben einen unterschiedlichen persönlichen Grund, aber der Grund für das Leben ist für alle derselbe. Der Grund des Lebens hindert einen nicht daran, zusätzlich andere Motivationen zu haben und eine menschliche Existenz wie alle anderen zu führen. Aber Jesus sagte, seid vor allem um das Königreich besorgt und alles andere wird euch zusätzlich gegeben werden. Matthäus 6,33.